Wir zeigen jetzt, wie man beim Ambient Comfort die Filter und auch die Membran tauscht. Wichtig ist Strom erstmal entleeren, Strom ausmachen und die Wasserzufuhr zumachen. Ja? Und hier sind die alten Filter, gleich zeigen wir. Wie hier sehen wir, der PK-Bohren wird einmal im Jahr getauscht, die Tip-Membran einmal in 3 Jahren und auch einmal im Jahr. Und das sind die neuen, die wir gleich tauschen werden. Neigen und drehen auf. Sehr wichtig, muss unten was liegen. Ne? Genauso muss der Precarbon ran gemacht werden. Den werden wir jetzt nicht zeigen, der wird genauso gewechselt. Jetzt zeige ich nochmal, wie die Membran getauscht wird. So, und jetzt zeige ich euch, wie die Membran bei der Ambient Comfort getauscht wird. Einfach drehen wir. Zack, jetzt sehen Sie. Und jetzt müssen wir hier auch nochmal was machen. Genauso wie hier sehen Sie, das muss rausgenommen werden. Und hier machen wir auch nochmal gleich was, zeige ich Ihnen. Das ist der Abflussreduzierer. Wie auch bei anderen Fittings müssen Sie einfach drauf drücken und zack, haben Sie gelöst. Einfach drauf drücken. Ich mache selber die Aufnahme und entferne das. Und jetzt in die neue Membrane hinein. Dann muss das hier nochmal drauf gemacht werden. Sehr wichtig, das muss bis zum Anschluss, dass der Strich verschwindet, dieser weiße zum Beispiel. Das muss so gemacht werden. Ne? Da gehe ich ran, drehe ihn dran und alles sitzt. Empfehlenswert beim Tausch der Membrane ist, dass Sie hier A, diesen Verbinder bekommen von uns, fordern Sie an, wenn Abfluss verstopft ist. B, würden Sie von uns so einen Abflussreduzierer bekommen. Und C, so einen schwarzen Schlauch, um es alles zu tauschen. Ich werde das auch gleich zeigen, wie es getauscht wurde, als Beispiel. In unserem Fall hat es so ausgeschaut, dass dieser Abflussreduzierer verstopft war. Infolgedessen haben wir Folgendes genommen, da haben wir diesen Verbinder von dieser Seite genommen, wie Sie sehen. Dann haben wir das hier abgemacht, da haben wir diesen Verbinder hier genommen und gleich zeige ich nochmal, wie wir den Abflussreduzierer verbunden haben. Und hier haben wir den Abflussreduzierer verbunden mit dem Abfluss. Das ist der Abflussreduzierer. Gelbe in Richtung Abfluss, okay? Das ist richtig so. Und jetzt machen wir den Wassertest, wie die Werte sind. Ich bin gespannt. Ja, wir sehen, ach, guck mal, was können wir mehr?